Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in meiner Filmrolle in Scum. So, wollen wir uns den ganzen Scheiß mal angucken hier, wa? Wer kommt jetzt gerade hier hin? Verschwind, du Penner. Oh, fuck. Da muss ich aber erstmal noch mal gucken, wie das war. Ich habe eine Leuchtfackel, ne? Gerade gefunden. Aber habe ich auch was zum Anzünden? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, das kommt davon, wenn man alles immer rausräumt. Ja. Ja. Ah! Scheiße. Geht ja schon wieder gut los hier, ne? Wieso habe ich denn keine Waffe in der Hand? Verdammte Kacke! Komm, stirb jetzt. Stirb doch, meine Fresse. Ja, genau. Jetzt war ich froh, dass ich es da geschafft habe und dann werde ich hier bald gekillt. Na, klasse, ey. Ultra Kacke. Ja, egal. Nein! Ach, du bist doch so doof. Doofes Spiel. Ja, hier durchsuchen. Ach, Menno. Jetzt habe ich die Guten zu Schlechten gemacht, ne? Klasse. Ja, ja, nimm mal mit. Da liegt noch irgend so ein Hemd. Military Shirt habe ich gerade schon eins an. Die sind gar nicht so schlecht, ne? So, das kann ich direkt reparieren. Naja, zwei Slots. Ne, da gibt es bessere Sachen. Da gibt es definitiv Besseres. So, hier läuft alles, ja. Sehr gut. So. Ja. Die hatte ich jetzt beide, ne? Gut. Hier ist sonst nichts. Geht's mal hier weiter. Jetzt habe ich echt den richtigen Moment nicht abgepasst, ne? So. Ja, raus ist ja von einer ganz anderen Stelle. Viel spannender wird, wie ich da rüberkomme zu dem anderen Haus. Ja, hier ist alles spannend, ne? Ladekabel. Hier habe ich aber jetzt viele seit dem Update, ey. Oh ja, schön, ein guter Dietrich. Sehr geil. Ach, Metallrohr. Ah ja, und ja, noch so ein Ding. Ich muss mal gucken. Oh. Ich meine, ich habe eine, aber. Die ist jetzt ganz schön groß hier. Hä? Wann habe ich denn die Stiefel? Ach, hat er wieder so einen Scheiß gemacht, ne? Kugelsichere Weste. Ich habe eine an. Ja. So oder so cool, ne? Ja. Dann packen wir ein paar Sachen um hier vielleicht. So. So. Noch so ein Ding, ne? Richtig gut. Richtig cool, dass wir hier noch so ein Teil haben. Das ist doch 9 mm. Ja, dann packt die doch da oben mit drauf. Ja. So. Dann kann ich das Magazin noch mit hier hinnehmen. Und die passt dann hier rein. Cool. Geht doch. Ich würde echt gern mal so ein Mech kaputt machen können. Ohne Scheiß. Die nerven mich ja tierisch, die Viecher, ne? So. Jetzt ist die große Frage. Wie gehe ich weiter voran?
Da hinten ist der Kollege. Ich will da in das Camp. Das heißt, ich muss warten, bis der hier vorbei ist. Genau. Der andere dürfte mich ja jetzt hier nicht sehen, ne? Ja, mir ist ein bisschen kalt. Ja, ja. Ach, wird das schon wieder Nacht hier? Verdammt. Ich habe ja nichts zum Anzünden. Ich habe immer noch kein Feuer gefunden. Da kann ich noch so. Ich habe drei schöne Fackeln, aber kein Feuer zum Anzünden, ne? Total bescheuert. Nee, nee, jetzt und so. Und dann dreht er sich um. Siehste? Und geht da lang zurück und hätte mich voll erwischt. Der Sausack. Muss erst gucken, wie der jetzt noch läuft da, ne? Oh, ja, ja, jetzt hätte ich schaffen können. So, jetzt dreht er sich um. Kabumm. Ist aber auch noch in Alarmbereitschaft, ne? Und darüber kommen, das dürfte gar nicht so schwierig sein. Also vom nächsten Zelt aus, ne? So, jetzt geht er da lang. Am Arsch. Also wenn er gleich da runterläuft, dann gehe ich. Da habe ich die beste Chance, ne? So, der dreht nämlich da jetzt um. Genau. Wenn der gleich hier abdreht und in die Richtung Zaun läuft, dann sehe ich zu, dass ich rüberkomme. Ja. Guck jetzt. Jetzt lassen wir noch 2-3 Meter laufen. Fuck. Scheiße, das kommt. Oh, fuck you. Jetzt kommen die auch noch zu zweit. Du Scheiße. Da habe ich ja wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Passiert mir ja öfter mit mehr Glück und Verstand und so. Hey, komm, mach das Ding jetzt zu hier. Boah. So, diesmal aber anders. Er steht nicht mehr auf. Der steht wirklich nicht mehr auf. Ja, was ist hier Stoffwechsel? Was habe ich denn? Eine C2er. Oh, 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 oh. Inventario. Ich habe nichts zum Verbinden mit, ne? Ist ja wieder klar. Aber ich habe doch hier so ein Hemd hier. Dann zerteilt das eben in Lumpen. Was soll's? Ja. Ist halt gerade Shit Happens hier, ne? Mist. Wo kommt denn die C2er her, ey? Weiß ich auch noch nicht. Dann auch noch mit schön dreckigen Lumpen hier. Ah, klasse. Macht's für die Infektion jetzt richtig gut, ne? Ja. Na komm. Ja, und du? Ich bräuchte noch irgendwie einen. Hätte ich immer ja, weil man den Platz haben will, ne? Ja, nützt nichts. Muss ich ja hier alle kleinfetzen hier, ne? So, ja. Was willst du machen? Die beiden nehme ich aber jetzt noch mit hier. Für den Fall der Fälle. Ja, dabei war es ja gar nicht der Mac, der mich hier erwischt hat, sondern der Blödarsch da.
Da liegt noch irgendwie ein gutes Anzugsteil. Dann hat sie denn hier Snake Reflex Sight. Ja, egal. Ach, hier. Raincoat ist das, ne? Ja. Ja. Was hatten wir? Ja, zur Not kann ich den Raincoat auch anziehen. Ne? So, was ist das? 45er ACP. Die kannst du auch hier zusammenfügen. Ne? Ja. Das klappt aber nur bei den Pfeilen mit Doppelklick. Ne? So. Werde gleich noch mal eben einen kleinen Schnitt machen müssen, um unsere Nacht hier loszuwerden. Rauchgranate, die will ich auch noch mal benutzen. Man sagte mir, und das weiß ich nicht, ob es stimmt, dass die, wenn ich die Rauchgranate schmeiße, möchte ich die Max nicht sehen, ne? Könnt ihr mir ja noch mal bestätigen? Dann versuche ich es erstmal noch nicht. So, hä? Was? Wieso kannst du die nicht sofort zusammenführen, ne? Darf ich nicht. Ach, das ist auch wieder so ein Blödsinn. Mit Pfeilen geht's per Doppelklick. Hier geht's nicht. Bei anderen Dingen geht's beim Draufziehen, bei anderen Dingen nicht. Zum Beispiel Nägel klappt das ja auch, ne? Aber hier ist nicht so viel cooler Loot, oder? Da lag Geld. Das nehme ich mit. Meinen Pfeil will ich auch wieder haben. Ja. So. Oh, da liegt schon wieder eine Knarre. Schachtel 44er. Ein RPK. Und schöne Handschuhe. Ja, das RPK ist jetzt gerade echt unpraktisch hier, ne? Tatsächlich unpraktisch. So. Und der da hinten dürfte mir hier jetzt nicht auf den Sack gehen, ne? Ist die Frage. Er ist da hinten dann ganz weit weg. Und dann müsste ich doch. Oh. Er läuft auch so weit hier rein, ey. Und hier hast du gleich das ganze Teil. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hier ist scheiße, ne? Habe ich mich jetzt erschreckt. Siehst du, der sieht einen wohl. Mist, ey. Also hier einfach so rauskommen ist nicht. Aber ist der Weg gar nicht so weit. Du hast ja auch noch den Vogel, der da rumrennt irgendwo. Ja. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, dass der mich jetzt sieht. Siehst du, und das ist das Blöde dabei, ne? Ich werde den nicht los und ich habe immer noch kein Feuer. Ich werde jetzt gleich trotzdem mal die Rauchgranate benutzen und gucken, ob der mich sieht, dann dadurch. So. Die muss ich ja, glaube ich, in die Hand nehmen, ne? So. So. Und wie benutze ich die jetzt? Ich weiß, dass ich mit G was schmeißen kann.
Aha. Ah, das war klug. Okay, einfach mal mit G schmeißen. Gute Sache. Ja, aber wenn das funktioniert. Ja gut, beim nächsten Mal, ne? Ich wollte mal sehen, was das so macht. Gut. Aber ja, die beste Chance ist. Die beste Chance ist hier raus, ne? Der latscht da. Das ist der, der nach da hinten geht. Ho, 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 ho. Yeah, Baby. Jetzt haben wir es doch, oder? Jetzt sind wir doch einigermaßen safe. Die andere Gebäude, das sollte doch dann easy sein, oder? Na, schauen wir mal, was da so easy ist, ne? Ach, jetzt habe ich das RPK liegen lassen. Ich, Vollhorst, ich, völliger. So. Hier ist auch nichts. Leckt mich doch. Nee, hier ist doof. Er sieht einen echt überall, oder? Das ist nicht richtig. So, okay. Ich muss jetzt mal die Nacht wegstellen. Mach mal kurz eine Pause. Bis gleich. So. Ja. Jetzt haben wir es wieder 7 Uhr morgens. Jetzt steht der Penner hier rum oder was? Gibt's doch nicht. Echt, der sieht uns auch überall, ne? Die hatte ich alle schon. Gut. So, jetzt müssen wir uns hier mal so durchhangeln vielleicht. Er hat uns vorhin hier entdeckt, ne? Wo rennt er denn rum? Ach, du ahnst es nicht. Ja. Halt, ha! Ich hätte gedacht, der wäre schon längst an diesem Haus dran vorbei, ey. Ohne Flachs. Aber nein. Ehrlich. Die Viecher sind mega aufdringlich, ne? Ohne Scheiß. Die sind echt super nervig, die Typen. Ich finde auch hier rennen extrem viele rum. Der da hinten kommt gerade rüber. Übelst was los hier, ne?
Ehrlich, ey. Was haben wir denn hier? Einen schönen Cocktail. Und Biltong. Afrikanische Fleischwürzmischung. Hervorragend. Essen ist immer gut. Auch nochmal eine Gewürzmischung ist auch nicht verkehrt. So sieht es denn hier aus? Hier müsste es doch eigentlich relativ ruhig zugehen, ne? Ich weiß aber tatsächlich nicht, bis wohin der Arsch hier läuft, ne? Und da geht's. Da vorne scheint er zu stehen, oder? Weiß es nicht. Das ist echt eine spannende Geschichte hier am Flughafen, du. Den Kühlschrank hatte ich. Gut, okay. Ne, dann haben wir hier aber auch wieder alles, ne? Er ist wichtig da, ne? Hm. Ja, später. Da hinten war ich auch noch nicht. Aber da irgendwie hin? Fuck. Ah, er. Ach ja. Jetzt stehe ich hier mitten auf dem Präsentierteller. Siehst du? Ach Gott, Leute, ey. Gebt mir doch alle auf den Sender hier. Gibt's doch nicht. Mann, 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 Mann. Echt jetzt. Ist doch nicht mehr wahr, ey. Es ist egal, wo du hinläufst, die erwischen mich, echt. Kannst noch so vorsichtig sein, ne? Du kannst noch so scheiß vorsichtig hier sein. Irgendwo erwischt dich immer einer. Das ist doch ätzend. Du musst da hier irgendwie mal ein bisschen in Ruhe laufen können. Ehrlich. So ein bisschen Bewegungsfreiheit wäre gar nicht so schlecht. Echt jetzt? Du kommst ja hier gar nicht voran. Ach, halt doch die Gosche. Mein Gott, nee, das gibt's doch nicht hier. Also diese Mechs sind echt eine nervige Angelegenheit, ohne Flachs. Die nerven wie die Pest. Nein! Oh, Penners, ey. Wie soll ich denn dann rauskommen hier, egal wo du bist? Er sieht dich, der Arsch, ne? Jetzt geht er wieder da hinten rum. Der nervt sowas von. Ich will doch nur mal runter vom Flugfeld wieder. Ernsthaft. Man muss doch mal gehen hier. Meine Güte. Mann, lauf doch, Junge! Sag mal, ey, du kannst doch... Das ist doch alles zum Kotzen hier. Dann siehst du den wieder nicht, dann rennt er doch wieder darum. Meine Fresse, nee, ey. Ich könnte so kotzen, ne?
Die haben es aber echt ein bisschen heavy gemacht hier. Also, dass die dich ja bei jedem kleinen Schnipser sehen und du bist mittendrin, ey. Boah, und du kannst dich nicht mal richtig wehren dagegen, ne? Penner, ey. Echt jetzt mal. Jetzt bist du den los, weißt du? Pass mal auf, jetzt bist du den Arsch los. Dann kommt der Penner da, ne? Ist doch so. Manu. Ist der jetzt, rennt der Assi da rum? Und wie willst du dann hier rauskommen? Wie soll das bitte gehen, ey? Jetzt wäre der da hinten. Hättest du ein bisschen Ruhe, ne? Jetzt hast du aber den Assi da rumrennt, der natürlich jetzt nach hier hin kommt, weil ich den hier immer auf mich aufmerksam mache. Das ist unglaublich mit den Typen, ey. Total die Assi-Bratzen. Jetzt rennt er natürlich immer hier vorne rum, oder was? Gibt's doch nicht. Hat er jetzt seinen Laufweg geändert, oder was? Obwohl, hätte einen großen Vorteil, ne? Dann käme ich jetzt vielleicht da lang zurück. Aber jetzt kommt der Arsch da hinten schon wieder, ne? Wette ich mal für. Nein, kommst doch gar nicht mehr raus hier. Ja, der kommt da jetzt wieder. Der andere Kollege rennt da rum. Mann, 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 Mann. Hä? Ach, geh mir doch. Gib's doch alles nicht. Mann, Mann, Mann. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der mich hier gesehen hätte. So, er braucht aber jetzt was zu essen, hier hat er gesagt. Ne? Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, aber 61% ist gut. Ess 2-3 Stück davon. Boah, 300 Kalorien dann, ne? Bisschen mehr, 380, so was knapp. Ja, so das. Und hier mein Fischle. Essen. Ja, und jetzt muss ich hier irgendwie aus der Butze raus. Aber wie, ne? Aber wie? Und dann war nicht mal ein Flugzeug da. Mega ätzend, ey. Ja, ja. Geh doch rein in die Hütte. Hier bin ich ja erstmal halbwegs safe, ne? Ja, halbwegs. Oh, guck mal, schön, Batterien. Nicht so schlecht, ne? Da rennt der nächste rum. Wenn ich es dahin schaffe. Wäre ja schon cool, ne? Aber, und das nervt mich gerade tierisch, ne?
Hier sind keinerlei Zombies, ne? Und da hinten sind noch mal so Hangare. So, komm. Glück strapazieren hier. Alter. Ja. Was soll ich denn machen? Das überlebe ich nicht. Wow. Das war klar, ey. Wo ist der Penner denn? Da. Komm, schneller. Renn. Boah, Assi, ey. Ratze. Irgendein Gegenstand wurde zerstört. Was dann? Ja, komm. Was wurde denn zerstört hier? Irgendwas wurde zerstört. So, erstmal gucken. Was wurde bei ihm zerstört? Was ist das? Eine C4er. Naja. Ey, das ist so ein fieses Dingen hier, ne? Wo ist denn mein Träger? Der muss zwar auch hier irgendwo gleich stehen, ne? Ja, wenn der jetzt weggespawnt ist, dann habe ich echt die Arschkarte, ne? Weil. Wo ist der? Alter, bin ich so weit weg? Nein. Der muss hier vorne jetzt gleich irgendwo spawnen. Da ist er doch. Ha. Ja, ich weiß deine Ausdauer und so. Aber ich muss mich behandeln, Freund. Ich habe noch diesen geilen Notverband hier. Den kann ich benutzen. Da muss er sich ausruhen, ne? Alter, ist das ein heftiges Gelände, ey. Wie willst du denn von dem Flughafen da sonst runterkommen? Das ist echt übel, ne? Ich muss das üben, diese Max abzulenken, ne? Naja, Ausdauer ist am Boden. Aber macht nichts. Jetzt haben wir hier. Ja. So. Stoffwechsel. Fast. Naja. Fast ist gut. Irgendwas findet sich. Na, ich habe auch noch welche. Ne, die hat er ja mitgenommen, ne? Wahrscheinlich habe ich die im Trecker noch drin gelassen. Boah, übel. Jetzt müssen wir uns hier erstmal ausruhen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt und wir gehen in die nächste Folge. Alter, ey, das war auch wieder ein Ding nur mit diesen Max. Ich raff's nicht, ne? Wie ich dagegen, da muss ich echt nochmal eine Strategie entwickeln, ohne Flachs, ey. Sag nicht, hier gibt's nichts mehr. Wo ist denn der Notverband jetzt hier? Da. Herausnehmen, Notverband. Zack. Ach so, da sind 3 von 5 drinnen noch. Cool. Stoffwechsel. Den auch noch. Da haben wir wenigstens die behandelt, ne? Er ist genau im Bauch geschossen, ne? So. Ja. Ach, guck mal hier. Die heilt jetzt aber, ne? Unterleib. 33,7 LP Schaden. Minus 463 Milliliter Blut verloren. Ja, hier 21% Blutverlust. Ey. Krass. Tja. Aber wir haben es überlebt. So, ihr Lieben. Ja, wenn euch die Runde heute gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.